Okay. One on one. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Vielen, vielen Dank dafür an euch, Leute, gell? Irgendwie laden gerade die Bildchen nicht. Das ist das normale Mount, hier ist dieses Ultra-Epic-Mount. Das normale Hühnchen und dieses Super-Duper-Hühnchen. Dann schauen wir uns den Shotter mal direkt an. Ach, guck mal, hier oben kann ich noch das hier, diese Alpha-Geschichte einstellen. Jetzt habe ich halt als Bild dieses Alpha-Hühnchen. Schon nicht schlecht. So wie damals zum Beispiel bei Halo, da hat man dieses Beta-T-Shirt bekommen. Also kostenlos, wenn man die Beta gespielt hat. Für eine Alpha muss man natürlich zahlen, ist klar. Mal gucken, ob ich jetzt auch direkt besser bin. Müsste ja eigentlich der Fall sein. Wie macht man denn diese Pose? Ich habe keine Ahnung. Hallo, Pose? Komm, ich geh mal direkt zur Schmiede. Schüssel, da fliegt dann noch ein anderer. Komm schon, komm schon, komm schon. Hihi. Bam, Alter, Fräulein. Puh. Ja, lächerlich, mein Söhnchen. Alter, er hat schon ein Purple-Dingensplate gehabt. Nice. That's fucking amazing, dude. Gut, da war ich jetzt so ein bisschen im Vorteil, ne, weil ich einfach zuerst hier oben am Schisseln war. Gucken wir uns mal das Mount. Oh, guck mal da, komplett unauffällig. Ist halt schon echt krass, ne? Also mit dem anderen war man zumindest so ein bisschen, ich sag mal... Nein, ich habe die SMG weggemacht, bin ich bescheuert? Oder was war das? Das sah aus wie eine SMG, oder? Ja, um Gottes Willen. Ich bin halt ein Profi. Wall. Juhu. Spielt irgendjemand wirklich gern diese Wall als Zauberin? Ich habe sie schon ein paar Mal einsetzen können, aber jetzt halt... Nie so, dass ich sagen würde, oh, 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 oh. Zum Glück habe ich die Wall gehabt. Nee, nee. Ja, na also, langsam beginnt es doch Spaß zu machen hier, Kinder. Oh, oh, Schissel, da kommt einer angejumpt. Bam, Monsieur. Ho! Alter, guck mal, wie er gar nicht weiß, was passiert. Oh, 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 oh. Ah, komm her. Na also, es geht. Ich kann mit dem Ding nicht gut schießen, mit diesem blauen Pummel da. Hier. Also ich bin schon eher der Schrotflintenmensch. Oh ne. Da ist ja eine SMG. Guck mal da. Alter, sieht die edel aus. Habe ich die schon mal gehabt? War die schon mal da in den Livestreams, Leute? What the fuck? Du wirst langsam mal anfangen zu craften, ne? Ich alter Dödel. Assault Rifle, nehme ich jetzt auch mit? Ja komm, wir nehmen ja auch mit. Was soll der Geiz? So, jetzt aber ab in die Schmiede hier. Jungens und Mädchen, groß und klein. In der Schmiede will ich sein. Alter, wie krass die ist. Ich werde jetzt aber nicht meine Class-Weapon wursten. Also aus dem einfachen Grund, weil ich mit dem Ding echt schlecht bin. Mit der, von der Magierin, mit diesem Stab. Es geht, also so mittelschlecht. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen looten, aber ich denke, hier vor mir in den Häuschen, also da ist jetzt bereits alles gelootet, weil da sehr viele Leute gelandet sind. Aber die SMG ist... Oh, wo schießt die hin? Ist ja schon mal nice. Die ist doch neu, oder? Guck mal. Irgendwie merkwürdig, oder? Wie sie schießt. Oh, die Wall in Super. Nee. Nee, da könnte ich mir direkt ein Loch in den Kopf freuen, wenn ich so eine Wall bekomme. Komm schon, komm schon, komm schon. SMG, 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 SMG. Hm. Da unten ist jemand. Hallo, ein Dreiduck? Oh, er ist hängen geblieben in der Luft. Wow, was ist jetzt los? Was ist mit ihm? Der ist ja gar nicht gerannt. Hä? Stunty oder was, die Waffe, die ich habe? Er ist stehen geblieben, du hast gesehen? Ist einfach eingeschlafen, der Kollege. Danke, dass du mir deinen Kram bringst, Monsieur. Oh, ich bin schon wieder voll. Das war ja wohl ein Lowbob wie aus dem Lehrbuch, oder? Der war irgendwie, Naja, egal, ich gehe jetzt noch da hinten zur nächsten Schmiede und mache noch meine zweite Rüstung. Oh, hallo Leute. Was ist denn da vorne los bei euch, ja? Ach, jetzt ist der da hinten reingegangen, oder was? Der Sack. Naja, ich gebe kurz was in Auftrag in der Schmiede, dann gehe ich weiter. Der hat doch nie im Leben nicht genug Chantis hier für die Schmiede. Oh, 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 da wird dick geballert da vorne. Holla die Waldfee, vielleicht kann ich ja so ein bisschen intervenieren. Revolver, ach, leck mich doch. Da ist jemand drin und bastelt in meiner Schmiede. Ich glaube, es geht los da, Fräulein, raus. Oh, oh, da kommt jemand. Macht ihr das mal, Leute, macht ihr das mal da drin. Oh, 2, 2, 2. Oh, hinter mir ist auch jemand, hinter mir ist auch jemand. Oh mein Gott, um mich bricht gerade hier die Hölle aus. Bam! Weg ist er. Okay, die Ding ist noch alive, also die Hexe, die andere. Die hat gerade ihr Zeug gepickt. Weil jetzt haben wir voll den Fokus auf uns, ne? Von dem, der auf dem Berg war. Da kommt der... Da kommt sie, da kommt sie. Der andere Bergkriegerin da. Da muss ich jetzt rein. Boah, die sind beide da drin, die sind beide da drin. Nein, 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 nein. Ah! Ich muss mich kurz heilen. Das geht doch nicht. Ah! Auf. Zack, zack, zack. Schön leer trinken. Wie, ich habe keine Schildtränke mehr. Ah. That's fucking fantastic. Sind hier vielleicht noch Schildtränke? Okay, die Zone kommt. Ich muss gucken, dass ich zu ihr ein bisschen Abstand aufbaue. Sie ist im Vorteil, weil sie halt jetzt wahrscheinlich einen vollen Schild hat und ich nicht. Habt ihr es gemerkt? Die hat mich angeschossen, während ihr auf meinem Pferd saß und ich bin nicht automatisch abgestiegen.
Ist das nicht sonst normal, dass wenn man getroffen wird, dass man dann absteigt? Wurde es gepatcht oder liegt es an meinem Pferdchen selbst? Mit ein bisschen Timing könnte ich die Alt vielleicht noch schaffen, aber da sind noch einige andere, ja. Die wahrscheinlich auch alle einen vollen Schild haben. Seht ihr, das kommt davon, wenn man nicht lang genug Zeug sammelt, beziehungsweise sich, ja, eben Tränke craftet. Ich muss jetzt gleich in die Zone gehen, aber hinter mir sind noch Leute. Ja, da läuft jemand. Der soll schon mal hochgehen, der Sack. Jetzt ist Timing ganz, ganz wichtig. Wenn jetzt hinter mir noch jemand ist, bin ich gedödelt. Geil, was ist denn da vorne? Was liegt denn hier rum? Bin auf jeden Fall schon mal in der Zone drin, glaube ich, ne? Ja, es hat gereicht. Ich weiß, dass einer über mir ist und den Highground hat. Das ist unangenehm. Da vorne ist jemand gehüpft gerade eben. Wenn der jetzt da runter guckt, bin ich so geliefert. Die beiden, die oben sind, müssen sich zumindest kurz anschießen, dass ich mich, ja, da hoch bewegen kann, ohne dass ich direkt genatzt werde. Oh, fuck, 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 fuck. Hallo, Mademoiselle? Nein, 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 nein. So, okay. Nur noch drei. Beziehungsweise zwei andere. Okay. One on one. Da ist noch ein Schildtrank. Also sie hat auf jeden Fall auch kein, sie hat auf jeden Fall auch keine Ultrawaffe. Und ich habe ihr eben 700 gegeben. Ah, fuck. Die Zone hat mich getroffen. Aber da ist ein Schildtrank. Hihihi. Ich habe 8 Schildtränke. Nice, Mann. Wo habe ich denn die her? Schon wieder getroffen. Alter. Die springt mir aber auch echt jedes Mal in den Jump rein, ne? Schon wieder? Ja! Oh mein Gott! Das erste Mal für mich bei Realm Royale, dass ich den ersten Platz erspielt habe. Das erste Mal. Ohne Witz jetzt. Ich wollte eigentlich nur schnell das aufnehmen mit den Skins. Was ein Spiel, meine Damen und Herren. Was ein Spiel. Tja, ihr fragt euch jetzt, was habe ich daraus gelernt? Im richtigen Moment angreifen. Na, jetzt bin ich ja Profi. Aber auch gerne mal warten. Ja. Die letzten zwei Wellen habe ich abgewartet, weil ich wusste, wenn ich mich da jetzt bewege, bin ich genudelt, weil ich nicht genug Schild hatte und die Leute über mir waren. Also schon echt ein cooles Pferdchen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es schneller ist, aber ich wurde auf jeden Fall nicht runtergeschossen, als ich drauf saß und getroffen wurde. Aber vielleicht ist es generell gepatcht worden und jetzt bleibt jeder im Sattel. Leute, vielen, vielen Dank für eure Daumen. Ich freue mich sehr, dass es euch so gut gefällt. Hasselt ordentlich rein. Natürlich auch danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.